Hey Leute, ich durfte letztens als erstes den neuen Agent Vice in Valorant antesten. Dafür wurde ich von Riot Games mit vielen anderen Creatern nach Seoul, Korea eingeladen, um die Championship Finals zu sehen und Vice zu spielen. Boah, die Range ist ja insane. Wait a minute. Okay, das ist crazy. Die ist ja wirklich lang. Also viel Spaß mit dem Video. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wuhu! Das ist Vice, okay? Neuer Sentinel. Sehr, sehr geil. Ich weiß ja, ob ihr auch schon die Leaks und so gesehen habt. Es ist ein sehr, sehr geiler Agent. Und hier haben wir Agent Gear. Ich finde, es ist mega süß. Sondern das Spray. Das Spray ist so übelst cute. I cannot. Das ist Agent Gear. Und dann hier haben wir einen neuen Battle Pass. Das finde ich übelst geil. Sieht voll schön aus. Love it. Hier haben wir die Player Card. Sieht auch banger aus. Diese Skin-Reihe sieht auch, also die ist wieder so animiert, so leicht animiert, richtig, richtig schön. Und diese Player-Card ist auch einfach nur wild. Bulletproof Armor Spray, auch voll süß vom Pinguin her. Richtig, richtig cute. Und dann haben wir hier diese Player-Card, auch voll süß. Die Skin-Reihe sieht einfach so cute aus. Ich finde das so schön mit den Details hier. Ohne Witz. Es ist einfach ein Battle Pass Skin. Ich verstehe das nicht. Ich finde das Konzept voll süß. Voll cute. Yep, a title. No way! No way! Yeah, potato? Crazy. Sneaky Kitty? Oh my god! Das ist so süß. Oh mein Gott, diese Sober Player Card. Was? Warum sehen die so geil aus? Ich finde das Konzept wieder richtig geil. Wir haben so dieses. Wir haben erstmal so Korean Life. So als Konzept im Battle Pass und dann diese 8-Bit. 8-Bit-Konzept mit so Game Boy. Das ist geil, ja. I like. Oh, voll süß. Guck mal, der Wingman umarmt einfach den Spy. Hier ist das Knife. Overlay Dagger. Wild, 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 wild. Cute, cute, cute. Okay, die Player Card sieht auch wild aus. Das Bundle wollte ich noch zeigen. Es gibt ein neues, geiles Bundle mit einer Marshall, einer Classic, einer Phantom, einem Bulldog und eine Sense. Eine Sense, Leute. Ich habe das so natürlich schon vorbereitet für euch. Hier ist die Classic. So sieht die Ingame aus, Chat. Ey, ich komme hier drauf nicht klar, dass ich hier sitze und das euch so vorstellen kann. Einfach im Soul. Alter, ist das wild. Junge, diese Zähne hier vorne, was? Warte mal, ich zeige euch den Finisher mal. Meinen Ohren. Super laut, aber Alter. Klingt ein bisschen Champion 2022 Phantom Kill Sound, oder? So ein bisschen. Ein nice Sound auf jeden Fall. Ja, hier haben wir die Bulldog. Wow. Es gibt auch andere Farben vom Bundle. Wir haben einmal die schwarze Variante. Also einmal normal. Dann schwarz, dann blau und dann gelb. Also man kann einfach switchen zwischen Dolch und Sense. Wow. Ich kann gerne das zeigen in den verschiedenen Farben. Wir haben hier in schwarz, in blau und in gelb. Ja. Es wird schon sehr teuer, so 90 Euro Sale. Ja, Ace! Wow, hä, voll geil. Ohne Witz. Die Player Card! Hä? Übelst geil. Wow! How much did the knife cost? Maybe like 50 Euros, like, probably. Ooh. Oh, wait. Oh, mein Skin ist ein bisschen verbuggt, aber ist nicht schlimm. Ja gut. Habt ihr mittlerweile herausgefunden, wo Wise herkommt? Oh, true. Wahrscheinlich so wie Omen Unknown. Ja, da steht nichts. Da steht nur Metallic Mastermind Wise. Unleashes liquid metal to isolate, trap and disarm her enemies through. Also, wir haben hier den neuen Agent. Okay. Das sind die Abilities. Wir haben erstmal Razor Wine. Das sieht so aus. Launching Thorns.
Also basically, wie ich das sagen würde, ist das einfach so, so ein Alarmbot von Killjoy so mäßig, die du werfen kannst, wie eine Molly halt. Und dann kannst du das halt aktivieren, also mit F halt aktivieren. Und dann gibt es einen Radius hier. Wenn du halt hier drinnen bist, kriegst du Schaden und wirst halt geslowt. Dann gibt es noch eine Wall. Boah, die Range ist ja insane. Wait a minute. Okay, das ist crazy. Die ist ja wirklich lang. Die Wall ist einfach so wie eine Cypher Trap sozusagen. Wenn ein Gegner rüber jumpt, aktiviert sie sich. Die geht hoch. Ist so hoch wie eine Sage Wall. Und dann können die anderen Gegner halt nicht durch. Wall Trip. Oh. Hier ist die Wall. Oh. Ja. Ja, Leute. Wall Set. Kann man auch nicht zerstören. Wall Trip. Und durchschießen kann man auch nicht. Was es nicht triggert, also wurde mir gesagt, ist Skydog triggert das nicht. Yoroklo triggert das auch nicht. Wirklich nur Spiele an sich triggert die Wall. Okay. Ich hole kurz meinen Timer. Wall set. Wall trip. Okay. Okay, länger als eine, ja, so 6 Sekunden, 6-7 Sekunden. Und dann haben wir die E-Ability und die ist einfach eine Flash, eine Cypher-Cam mit Flash halt sozusagen. Man kann die wirklich überall platzieren, ohne Witz. Du kannst die, hey, das ist, warte mal, ich muss mal, oh mein Gott, what is this? Class placed. What? Okay. Okay, das ist crazy. Also man kann die mit Primary-Click, also mit Linksklick einfach so platzieren, wo auch immer. Retrieving Flash. Ihr könnt sehen, ich kann die auch auf dem Boden platzieren. Flashing. Und Flash. Retrieving Flash. Und ich kann die auch mit Rechtsklick, also Alternate Fire, kann ich die auf die andere Seite platzieren. Also seht ihr hier so, Rechtsklick. Die ist dann auf der anderen Seite. Und ich kann die einfach durch die Wand aufheben und aktivieren. Das ist krank. Ich flash mich jetzt selbst. Flash placed. Ich guck richtig rein in die Flash, einfach um zu gucken, wie lang die Flash geht, okay? Flashing. Okay, ja. 2,15 mäßig. Und dann haben wir noch die Ult. Ult. Ult ist einfach, dass man Lunging Thorns. Die Primary Weapon nicht aktivieren kann. Nicht benutzen kann. Bring me the arsenal! My ultimate's okay, ready. Hä, aber warte mal, das ist ja ein Riesenradius. Wait a second. Bring me the arsenal! Okay, my ultimate's ready. Wann kommt der neue Agent raus? Ich denke mal zum neuen Season halt. Zum neuen Season oder zum neuen Act? Also zum neuen Act halt. History doesn't remember. Lightning! Last trap destroyed. Last player standing. One enemy remaining. Check your posture. Blinding crack. Rip and tear. Lunging thorns. Wall trip. Blinding. Last player standing. Tiere. Ich bin nur meine Sense ohne Witz. Blast point. Flashing! Spike planted. Not ready yet. One enemy remaining. Last player standing. Wow. Placing wall trap. Last player standing. Spike down A. One enemy remaining. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Riot, für diese crazy Einladung, ohne Witz. Ich bin einfach nur baff. Also ich verstehe mal nicht, warum ich hier bin und warum ich das machen darf. Es ist einfach so, so krass und vielen Dank für diese Möglichkeit. Und ich danke einfach Chat, dass ihr einfach da seid und mich supportet, weil ohne euch wäre ich nicht hier.
Und ich würde einfach nicht hier den Agent testen, das ist so crazy.